Das Ende von Monarch Legacy of Monsters, der allerersten Staffel, verändert das gesamte Monsterverse. Und zwar auf eine Art und Weise, über die wir jetzt mal sprechen müssen, denn das könnte wirklich zu Problemen führen. Und ja, hier wird es ganz massive Spoiler geben zur Serie. Seid euch dessen auf jeden Fall bewusst und ab jetzt dürft ihr auch gerne in den Kommentaren unten spoilern. Und vergesst nicht, mir mal eure Meinung mitzuteilen, was ihr von der Serie haltet und was ihr generell vom Ende zu Monarch Legacy of Monsters denkt. In diesem Sinne fangen wir jetzt mal an. Viel Spaß mit dem Video. Ich habe ja in meinem spoilerfreien Review schon mal drüber gesprochen gehabt, dass ich der Meinung bin, dass gerade die letzten drei Episoden von Monarch Legacy of Monsters, das sind die Episoden, warum man die Serie wirklich schauen sollte. Ist ein bisschen schade, dass die sieben vorherigen Episoden zum Großteil dann auch irgendwie austauschbar sind und gar nicht mal mehr so viel Input gebracht haben. Denn was haben wir wirklich extrem Wichtiges in der Serie jetzt hier erfahren? Zum einen gibt es ein nettes Easter Egg, das auf Space Godzilla hinweist. Das haben ein paar von euch ein bisschen falsch gedeutet, denn ihr habt mir geschrieben, Tobi, hast du das Easter Egg zum Handschuh von Kongs Handschuh aus Godzilla Kong gesehen? Mit den Affen, die das Netz auf dem Kopf haben. Da habe ich mir gedacht, nee, das habt ihr falsch verstanden. Die Firma Apex ist dieselbe Firma, die auch für Mechagodzilla verantwortlich ist. Und ja, wir erfahren ja in der Serie, dass May eigentlich einen anderen Namen hat und die hat eben damals für Apex gearbeitet und hat die Firma aber dann verlassen, weil sie eigentlich Angst davor hatte, was die wirklich vorhaben. Und Apex selber hat ja eine Chefin, die später auch nochmal darauf eingeht, was da bei den Affen wirklich getestet wurde. Wir sehen über eine Videoaufnahme, wie Affen in einem Käfig sowieso ein Netz auf dem Kopf haben, das so bestimmte leuchtende Punkte hat. Und dasselbe Netz kennen wir auch aus Godzilla vs. Kong. Denn dieses Netz ist dafür verantwortlich oder wird eben nach der Serie in Zukunft dafür verantwortlich sein, etwas kontrollieren zu können, das die Größe von Godzilla hat. Und ja, wir sehen jetzt hier quasi das erste Mal Tests verschiedener Prototypen für Mechagodzilla im Endeffekt, für diesen Helm, den auch hier die eine Figur aus Godzilla vs. Kong aufsetzt, damit er eben Mechagodzilla kontrollieren kann, für einen kurzen Zeitraum zumindest. Also das hier war keine Anspielung auf Kongs Handschuh selber, der ist möglicherweise auch von Apex, die Theorie gibt es ja da draußen, dass auch dieser Handschuh irgendwie von Apex stammen sollte, wie auch immer, das wissen wir aber noch nicht. Auf jeden Fall war das hier eine Anspielung an Mechagodzilla. Und diese Technik wurde an Affen getestet und deswegen haben ein paar von euch gedacht, das wäre so eine Kong-Anspielung. Aber das war es eben nicht gewesen. Und ich fand es halt ganz nett, dass die hier sogar nochmal darauf eingehen, okay, damit könntest du ja theoretisch dann auch nicht nur Affen kontrollieren. Du könntest dann damit auch wirklich Dinge kontrollieren, die so groß waren oder so groß sind wie Godzilla. Ob sie auf eine Maschine eingeht, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Aber sie erklärt es auf jeden Fall schon sehr deutlich, dass man eben weiß, okay, Space-Godzilla-Anspielung fand ich ziemlich cool, dass Space-Godzilla auch hier schon in Entwicklung ist und dass eben May oder eigentliche May, sie sagt ja später selber, nenn mich ruhig weiter May, die hat auf jeden Fall mit für Apex gearbeitet und May überlebt ja die ganze Geschichte und ich habe mir kurz gedacht, okay, könnte die nochmal wichtig werden für irgendwas, denn Apex ist auch eine Organisation, über die man ja ähnlich wenig weiß wie Monarch, die auch noch besser geheim bleibt als Monarch, weil Monarch ja überall ihre Monarch-Symbole draufdrucken muss. Und es wird sehr wahrscheinlich eine zweite Staffel geben. Das haben wir auch am Ende gesehen. Ich meine, glaubt irgendjemand von euch da draußen, dass Lee Shaw wirklich tot ist? Also Kurt Russells Figur, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Aber ich sage euch, dass das Ganze hier, das baut schon sehr auf eine zweite Staffel auf. Was jetzt ganz am Ende passiert, ist, ich finde es auf irgendeine Art und Weise geil, wenn es nicht komplett alles verändern würde auf eine Art und Weise, es entsteht ein gewaltiges Logikloch. Es entsteht ein gewaltiges Fragezeichen über allen möglichen Köpfen. Und ich werde euch hier gleich auch nochmal eine Sprachnachricht einblenden, die ich vom Sebastian habe, von Filmstarts. Denn wir haben das Serienfinale ungefähr zum gleichen Zeitpunkt gesehen, minimal versetzt. Und Sebastian und ich, wir haben uns heute Morgen zur Aufnahme des Videos jetzt hier darüber unterhalten, um 6 Uhr morgens, um 5 Uhr morgens, war auf jeden Fall sehr früh, haben wir uns darüber unterhalten, via WhatsApp, dass das Ende dann doch, naja, so ein riesiges Plothole aufwirft. Was bekommen wir am Ende zu sehen? Wir sehen sowohl in der Vergangenheitsgeschichte, dass Lee Shaw und mit so einer Gruppe von Menschen, mit so einer Kuppel, wie so eine Wasserkuppel quasi, wie so ein Wassertauchding,
in die Hollow Earth runtergelassen wird. Und dann werden so ein paar Sachen erklärt, wie ja, du kannst eigentlich nur in die Hollow Earth runter, wenn da so ein Kaiju kurz davor durch dieses Loch durchgeschlupft ist, damit eben dieser Höhlengang stabil bleibt. Ich glaube, soweit passt es auch noch zum Kanon, weil auch im Kanon, in Godzilla vs. Kong, sind sie ja hinter Kong hergeswitcht. Das war, meine ich, so gewesen. Deswegen würde das auf jeden Fall passen. Wir sehen hier erneut, dass man, um in die Hohlerde zu kommen, durch so ein Portal hindurch switchen muss. Und das macht dann wieder keinen Sinn mehr, dass in Godzilla vs. Kong Godzilla einfach einen Atomic Breath Strahl durch die Erde durchballern kann. Macht null Sinn im Endeffekt. Und das macht gleich noch so viel weniger Sinn. Wir finden dann irgendwann die, ich habe den Namen wieder vergessen, die eine Frau, also quasi die Freundin von Bill Render, die eigentlich gestorben ist. In der ersten Episode, die da von diesen Mutos runtergerissen wurde. Und die behauptet, naja, ich bin ja erst seit 60 Tagen hier unten. Und dann kommt aber raus, nee, Moment mal, du bist schon seit 20, 30? Wie lange ist die jetzt schon weg? Das ist auf jeden Fall eine echt lange Zeitspanne. Und wir finden heraus, dass innerhalb der Hohlerde vergeht die Zeit um einiges langsamer als an der Oberfläche. Wir erfahren nie genau, wie da jetzt wirklich die Regeln sind, aber wir erfahren auf jeden Fall, dass wenn du, was weiß ich, 2 Tage in der Hohlerde bist, vergehen an der Oberfläche, was, 5 Wochen oder sowas. Also nur um da jetzt irgendwie zu erklären, wie das mit der Zeit da abläuft. Das wird nicht genau erklärt, wie das ist, aber das muss es ja auch gar nicht, denn das wurde vorher noch nie angesprochen. Wir sind ja in Godzilla vs. Kong in der Hohlerde unten drin. Dann müsste doch aber rein theoretisch nach diesem neuen Kanon-Fakt die Zeit in der Hohlerde langsamer vergangen sein als auf der Oberfläche. Das wird nie thematisiert. Wenn ihr euch mal wirklich die Szene anschaut in Godzilla vs. Kong, wie die Menschen in die Hohlerde reinzwitschen und dann was an der Oberfläche passiert, das passt nicht. Das würde null dazu passen, dass 20 Jahre gleichgesetzt werden mit 60 Tagen. Und es waren sogar noch mehr Jahre. Sebastian hat irgendwas gemeint von 60 Jahre. Ich glaube, das stimmt aber nicht. Das ist ein bisschen viel. Aber nehmen wir einfach mal an, es wären nur 20 Jahre. Das ist ein bisschen wenig, aber auch das ist ja schon eine krasse Differenz zu den 60 Tagen. Und jetzt kommen wir zu dem ganz großen Punkt. Godzilla Kong wird nachweislich offiziell von Warner in der Beschreibung betitelt, zu einem Großteil in der Hollow Earth spielen. Das heißt, man muss doch jetzt darauf eingehen. Wenn, wir sehen ja auch im Trailer eine Szene, wo Scar King an der Oberfläche, wo Scar King quasi außerhalb der Hollow Earth ist, quasi oben auf der Erdkruste ist, dann müsste doch aber da oben die Zeit wesentlich schneller vergehen, um einiges schneller, als bei Godzilla und Kong, die noch in der Hohlerde sind. Es muss in diesem Film darauf geachtet werden. Es wird erklärt in der Serie, in 3 Episoden, wird in jeder der 3 Episoden mindestens einmal erwähnt, dass die Zeit in der Hohlerde anders verläuft als eben an der Oberfläche. Und jetzt kommen wir zum Oberhammer. Okay, es macht diesen Strahl von Godzilla in Godzilla vs. Kong noch viel dümmer. Denn wir finden heraus, dass die Hohlerde ist gar nicht die Hohlerde. Die Hollow Earth ist eine andere Dimension. Ich würde es nicht mal als Retcon bezeichnen. Man erweitert das Ganze natürlich irgendwo schon. Aber man ignoriert doch damit das vorher Aufgebaute. Also die Hohlerde ist ein anderes Universum, in welcher die Zeit anders verläuft als eben in unserem Universum an der Oberfläche. Und das zeigt uns die Serie ja nochmal perfekt, denn wir sehen den gesamten Endshowdown, wo Godzilla nochmal in die Hohlerde runterkommt, durch so ein Beam eben auch runterkommt, also der kann sich ja wohl einfach runter teleportieren und dann kämpft er gegen diesen Flugdrachen und dann kommen unsere Helden wieder zurück von der Hohlerde eben an die Oberfläche und finden dann heraus, dass, obwohl die irgendwie nur ein paar Minuten da unten waren oder 1-2 Stunden, einfach 2 Jahre vergangen sind. Und auf einmal sind wir am Zeitpunkt von Godzilla vs. Kong. Auf einmal sind wir an der Stelle, sehen wir auch dann, dass da irgendwo draufsteht, Apex war es, glaube ich, gewesen, Skull Island. Wir sind jetzt quasi an der Station, wo man Kong eingesperrt hat, auf Skull Island quasi, also zu Beginn von Godzilla vs. Kong. Wir machen diesen Zeitsprung. Wir haben jetzt einfach fucking Zeitreisen in die Geschichte mit eingeführt. Wir haben jetzt andere Dimensionen, wir haben jetzt Zeitreisen. Das muss in kommenden Monsterverse-Filmen beachtet werden. Und ja, ich meine, wir sehen dann auch noch Kong am Ende nochmal drin.
Das war ganz nett. Natürlich musste man auch irgendwie was zeigen, damit man auch wirklich versteht, okay, wir sind jetzt also relativ am aktuellen Zeitraum rausgekommen. Wobei ich auch hier sagen muss, da verstehe ich aber jetzt nicht ganz, warum wir jetzt kurz vor dem Anfang von Godzilla vs. Kong rauskommen und nicht dann eben kurz vor Beginn von Godzilla Kong. Da hätte man dann eine bessere Brücke schlagen können oder man macht eben doch noch eine Staffel 2. Weil wie gesagt, es haben ja alle Figuren überlebt und ich gehe mal davon aus, dass auch Lee Shaw überlebt hat und dass man dann damit eben auf eine Staffel 2 nochmal anspielen könnte und dann könnte man eben dann damit die Lücke füllen von Godzilla vs. Kong bis eben hin zu Godzilla Kong, je nachdem, was sie halt mit dem Film vorhaben. Und es würde mich einfach nicht stören, ich fand das geil, ich fand auch die Szene geil, als Lee Shaw das allererste Mal in seiner Vergangenheit, also in den jungen Jahren, in die Hollow Earth runtergelassen wird mit dieser Metallkugel und dann wieder rauskommt und dann einfach erfahren muss, dass so und so viel Zeit vergangen ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Zeit vergangen ist, aber ich weiß noch, dass die gesamte Vergangenheitspassage, die spielt ja vor Kong Skull Island. Und dann wird eben Lee Shaw in dieser Kugel runtergelassen und kommt dann wieder raus. Und auf einmal haben wir aber nach Kong Skull Island. Das heißt, auch sein bester Freund, ehemaliger bester Freund, Bill Render, ist hier einfach schon tot. Weil der stirbt ja in Kong Skull Island. Und dann trifft er auch wieder auf seinen Neffen. Und wenn der eben dann auch zu ihm hinkommt und genauso alt ist wie er selber und dann auch zu ihm sagt, Onkel Shaw, da habe ich mir schon gedacht, das funktioniert schon. Das ist eine ganz krasse Szene, finde ich, wo Shaw dann wirklich aufwacht und eben erkennen muss, ihm fehlen einfach so viele Jahre seines Lebens. Und die ganzen Leute aus seinem Leben sind einfach alle weg, die sind nicht mehr da. Aber dieser gesamte Geschichtsschrank geht eben auf Kosten der Original Monsterverse-Lore, die wir halt bisher erfahren haben. Und das müssten sie irgendwie erklären. Und ich finde einfach zu sagen, wir haben halt einmal die Hollow Earth und wir haben einmal das andere Universum, das wäre mitunter die einzige Möglichkeit, das irgendwie, ja, gut über die Bühne zu bringen. Und vielleicht geht man darauf auch noch besser ein und ich heule gerade hier wirklich umsonst rum. Vielleicht heißt es ja dann auch später, ey, es gibt eben einmal die Hollow Earth, aber auch ein Scar King zum Beispiel hat nur so lange überleben können, weil er in diesem anderen Universum drin war. Und vielleicht gehen sie wirklich den Weg und sagen, wir wollen unbedingt Pacific Rim mit in die Geschichte einbauen. Und deswegen gibt es eben einmal diese Anomalien mit dem Universum, wie es ja auch im Pacific Rim gewesen ist. Eben im Pacific Rim selber, eben dieser Breach, haben sie es, glaube ich, da genannt. Sieht schon so ähnlich aus, das kann man schon irgendwie miteinander verknüpfen. Aber wenn sie jetzt wirklich sagen, okay, das ist eben die Hollow Earth und dafür geht die Zeit anders. Und danach gehen sie nie wieder darauf ein, wäre das ein unfassbares Logikloch. Und Sebastian meinte schon, naja, es gab hier erstmal so die ersten Gerüchte, dass der Produzent von Pacific Rim 1 Interesse dran hätte, in einem Pacific Rim 3 auf ein Crossover mit dem Monsterverse hinzuarbeiten. Es könnte sein, dass die genau deswegen auf die Idee gekommen sind, dass wir jetzt einfach da in die Hollow Earth ein eigenes Universum reinmachen. Dass man auch sagen kann, ey, dann gibt es auch vielleicht noch andere Universen. Ja, das meine ich ja. Das macht halt überhaupt keinen Sinn, weil wir mittlerweile schon so häufig irgendwie jetzt in diese komischen Hohlerde gewesen sind, dass es ja schon vorher hätte auffallen müssen und es jetzt irgendwie so gefühlt im Nachhinein reinzuschreiben, macht überhaupt keinen Sinn. Also außer halt, sie wollen wirklich sagen, okay, wir wollen irgendwie mehr so Zeitreise-Scheiß haben und dass man dann halt wirklich irgendwie auch einen Spin-off machen kann mit irgendjemandem, der dann in der fernen Zukunft auftaucht, wo man dann Space Godzilla und Aliens und keine Ahnung was für einen Scheiß reinbringt. Oder halt, dass sie tatsächlich irgendwie versuchen, darauf anzuspielen, zu sagen so, naja, okay, wir können ja mal versuchen, ob wir wirklich so Crossover-Geschichten hinkriegen mit Pacific Rim. Was allerdings dann bei diesem ganzen Hohlerde-Ding auch irgendwie merkwürdig ist, ist die Frage, wie funktioniert die Logik der Zeitverschiebung überhaupt? Weil wenn diese Kate und die anderen da rauskommen, sind ja gerade mal irgendwie 2 Jahre vergangen. Die Keiko, die ja in den Ende der 50er Jahre oder was da reinfällt, die glaubt von sich, dass sie gerade mal 60 Tage drin war, ist ja aber über was 40, 50, 60 Jahre da drin. Also das ist auch wieder, irgendwer hat sich irgendeinen Scheiß ausgedacht. So, also das Monsterverse braucht auch irgendwie so eine Art Kevin Feige, weil ansonsten macht das alles plotmäßig überhaupt gar keinen Sinn mehr.
Und das mit dem Zeitreisen mussten sie irgendwie einbauen, damit sie jetzt zum aktuellen Zeitpunkt wieder rauskommen und in aktuelleren Projekte Leute und Schauspieler benutzen können, die sonst hätten da gar nicht auftauchen können. Das war wahrscheinlich der Hintergrund gewesen und ich denke mir, okay, ich kann das nachvollziehen, aber ihr verändert damit ja die gesamte Geschichte, die wir so kennen und die auch nie berücksichtigt wurde. Nochmal, mit dem ganzen Godzilla schießt ein Loch in die Erde Ding und kommt dann in der Hohlerde wieder raus, macht halt auch keinen Sinn, weil die Hohlerde gibt's ja so nicht. Es gibt, die Hohlerde ist ein anderes Universum. Was aber noch sein kann, und das ist jetzt nur eine Theorie von mir, dass wir in der Serie Monarch sehen wir diese Zeitportale, diese, wo das Universum anders funktioniert von der Zeitrechnung her oder wie auch immer. Und trotz allem haben wir immer noch in der Hohlerde eine eigene Welt. Vielleicht haben wir einfach beides. Es wurde nie erklärt, es wird auch nicht aufgelöst. Das muss aber so sein, sonst macht die gesamte Monsterverse-Geschichte hier keinen Sinn mehr. Und ich muss wirklich sagen, am Ende war ich wirklich gefesselt. Die letzten drei Episoden habe ich wirklich da gesessen und mir gedacht, das ist schon krass. Aber dass man dann eben so gegen den eigenen Kanon schießt, ist schwierig. Und ich habe dann, wie gesagt, doch einfach mal Sebastian gefragt, was er davon hält. Und er hat genau dasselbe gesagt. Er hat auch gemeint, das macht sogar keinen Sinn. Und es wurde, meine ich, nie erklärt, yo, wir haben einmal eine Hohlerde und wir haben einmal ein anderes Universum da draußen. Es wurde irgendwann gesagt, wir gehen in die Hohlerde runter, dann kam raus, die Hohlerde gibt's gar nicht, das ist einfach ein anderes Universum. Bam, das ist es jetzt. Wir haben jetzt Zeitreisen, wir können durch Universen jetzt reisen. Wenn man das wirklich nur macht, damit Pacific Rim irgendwann mit dazu stoßen kann, von mir aus, aber es schlägt ja komplett gegen die gesamte Lore bis jetzt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich werde nach Godzilla Kong entscheiden, was ich davon halten soll, ob sie es da berücksichtigen oder eben nicht und wie sie darauf eingehen. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich raus mit dem Video für heute. Schreibt mir wie immer eure Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. Was haltet ihr davon? Ich warte echt noch ab. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.